So, wunderschön hier. Was ist das für ein Fenster? Kommt weg, wunderbar. Ist bei diesem Tool, dass es parallel zu einer anderen Konvertierung laufen kann. Ich kann so mehrere Konvertierungen gleichzeitig starten. Das ist mir doch sehr wichtig, weil Konvertierungen von Videos ja eine sehr zeitraubende Angelegenheit sind. Und wenn ich nachträglich noch Konvertierungen brauche und diese auch noch nicht abgeschlossen sind, möchte ich mir die nicht extra auf ein Blatt Papier notieren, sondern ich kann die gleich beginnen. Und jetzt habe ich gerade hier gesehen, ich habe hier jetzt also ein Video zum Stimmen, zum Beispiel von der Violine, und kann das gleichzeitig in mehrere Formate schon ausgeben lassen. Also ich gehe jetzt immer zuerst hier, wähle zuerst das Video aus, ich kann ja auch mehrere auswählen, wähle zu diesem Video das Ausgabeformat an. Also jetzt nehme ich mir, vorher habe ich MP 4 und MP 2, habe ich als letztes gewählt, und jetzt nehme ich mal noch OGG, das ist auch sehr verbreitet. Und muss jetzt dafür nicht vergessen, ist ganz wichtig. Jetzt muss ich noch sagen, Job hinzufügen, weil im Moment ist hier noch ein drittes hinzugekommen, OGG. Also er wird jetzt das auch in OGG umwandeln, weil ich noch nicht genau weiß, wozu das alles gut ist. Mal gucken, was ich noch machen kann. Ich habe jetzt wieder dieses Video. Nehme jetzt mal, hier kann ich irgendwie Profile, ganz viel Zeug, was ich auch nicht genau weiß, was man alles machen kann. Audio kann man irgendwas machen. Filter, kann man irgendwelche Filter sogar einstellen. Das kann man die Videogröße sogar verändern. Videozuschnitt, Spiegeln, kann man das ganze Videogröße. Das kann man wohl offensichtlich nicht immer. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mache ich mal ein anderes Format, mache ich mal wieder MP4 oder was ich noch nicht hatte bisher. Naja, hier jetzt bei MP4 sieht man, dass ich beim Video irgendwie mehr Möglichkeiten habe, was zu verändern. B-Frame, das ist Frameanzahl. Das heißt, wahrscheinlich, wenn ich hier viele Frames mache, dass es vielleicht schneller durchläuft. Vielleicht sagt mir die Hilfe was dazu. Die Hilfe bei B-Frame konvertieren. Und da könnte ich vielleicht gucken bei Frame, ob der irgendwas schreibt. Nee, dann mache ich jetzt einfach mal auf gut Glück. Und mache jetzt einmal hier bei Frame, mache ich mal nicht 10-mal schneller, sondern gleich 100-mal schneller. Also ich gehe mal davon aus, dass er sich dann sich in Geschwindigkeit niederschlägt. Und Bias, weiß ich nicht, was es ist. Das ist B-Frame, Deblocking, weiß ich nicht, was es ist. Allgemein. Frame Packing. Ist auch nicht, was es ist. Bitrate. Okay, also, und was ist das? Makro Block Position, Bit Rate Steuerung. Tja, Bewegungsschätzung. Tja, wisst man alles nicht. Extras. Slicing. Number of Slices per Second vermutlich. Slice Max irgendwie Blu-ray, keine Ahnung. Gut, jetzt habe ich also hier, Audio kann ich vielleicht sogar ausschalten, weil es nämlich gar kein Audio hat. Vielleicht kann ich hier das Audio wegmachen. Das habe ich ganz geschickt. Nee, geht nicht. Okay. Weil es nämlich ohne Ton ist. Dann Vorschau hat, gibt es hier. Videogröße kann ich jetzt auch verändern. Das ist interessant. Schärfe. Videozuschnitt. Rahmen. Kann man irgendwie was wegschneiden? Geht alles hier in diesem X-Media Record. Hier oben ist der Name. X-Media Recorder. Kostet nichts, das Programm. Was das alles ist, kann ich nicht sagen. Und ändere ich auch lieber nichts. Kapitel kann man hinzufügen. Sagt mir auch nichts. Brauche ich auch nicht. Titel. Jobs. So, und jetzt kann ich hier meine Änderung gerade hier als Job hinzufügen. Da muss ich hier Job hinzufügen klicken. Und dann ist hier unten MP4. Und hat jetzt hier halt das spezielle. Ist vielleicht hier, hat das jetzt vielleicht, läuft es viel schneller durch, weil ich eben bei Video eingestellt habe. Da war ich vorher bei 300, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war es hier anders bei allgemein? Ich wollte die Bilder pro Minute. Ah, das ist wahrscheinlich hier drin, müsste hier drin sein. Laufzeit. Ah, interessant. 24 Minuten, sagt er hier.
Und 25 Bilder per Second. Ja. Ich wollte eigentlich ganz viele per Second. Probier ich das nochmal. Video. Mach hier. Allgemein nochmal. Sprache brauche ich nicht. Und dann Frame. Mache ich mal hier ganz viel. Ein paar Nullen dazu. 1600. Ob da irgendwo speichern, brauche ich glaube ich nicht. Wenn ich jetzt wechsle und wieder zurückgehe. Ah, das ist nicht mehr da. Das ist so. Vielleicht muss ich mit Enter bestätigen. Enter. Nee. Tja, ist wieder 16. Vielleicht kann er nicht so viel. Ah, der geht noch bis 16 hoch. Modus Auto. Schnell. Das kann man also hier nicht einfach so einstellen. Bitrate Variance, Bitrate Variance. Tja, müsst ihr wissen, was das jetzt bedeutet, ne? Bitrate Variance. Ich bin auf F1. Jetzt gerade nichts. Da. Nützt jetzt gerade nichts. Bitrate Variance. Benutzeroberfläche. Hier gibt es ein paar Tipps. Format. Ja, das sind die verschiedenen Formate, die er kann, dieses Programm kann. Okay. Menüs, Videoregisterkarte, genau, das ist die Registerkarte, die mich da interessiert. Ich fahre ein bisschen weiter runter mit dem Bild. Und dann Bilder per Second Frame Rate. Und die Videoregisterkarte. Aha. Bilder per Second. Bilder per Second Frame Rate. Ja, wo ist das? Tja, vielleicht kann man das bei einem anderen Videoformat machen. Nehme ich mal ein anderes, vielleicht eins von da oben. AVI, vielleicht kann ich es da mir einstellen. Ah, jetzt kann ich bei der Original Frame Rate kann ich was ändern. Kann ich also 60 machen. Immerhin. Mache ich mal 60. B-Frame ist irgendwie nicht. Kann man irgendwie auch was umschalten auf 16, weiß ich nicht, was das ist. Bewegungs, keine Ahnung. Und das war jedenfalls bei allgemein, habe ich das gefunden mit der Framerate. Das ist interessant. Dann müsste ja, wenn ich das jetzt hinzufüge bei Jobs, ich mache das mal hinzufügen, klack, hier unten, dann müsste die geschätzte Dauer eigentlich anders sein. Die hat er jetzt hier aber nicht verändert. Gut. Ich probiere aus, was passiert. Und freue mich, dass man mehrere Videos auf einmal konvertieren kann. Okay, jetzt sage ich starten. Das geht hier, wenn man dort auf, da drauf drückt. Also was noch schön wäre, ich wollte eigentlich diese, die gehen jetzt alle hier in den Temp-Ordner. Nein, das ist nicht korrekt. Der Ordner ist korrekt. Also, starten. Los geht's. Ach so, jetzt muss ich aufpassen. Beim Starten muss ich wieder die auswählen, die starten wird. Also, erst alle markieren, nicht vergessen, Leute. Und dann erst kodieren klicken. Dann geht's los. Sagt er hier auch schön, 1 von 5. Und es geht durch. Priorität kann man festlegen. Man kann dann auch festlegen, was man machen soll danach. Neu starten, herunterfahren, abmelden. Also wenn man, dann kann man vielleicht in Urlaub gehen oder so. Dann will man vielleicht danach herunterfahren. Mache ich jetzt aber nicht. Das wird dann ziemlich lang dauern. Verbleibende Zeit, sagt er hier, 2 Stunden. Da wäre es also dann schon möglich, dass man dann erst herunterfährt. Hier gut vorstellbar. Wenn ich jetzt mal gucke nach meiner Systemleistung, schauen wir auch mal. Wo ist der Task Manager? Hier mit der Leistung. Hier ist die Leistung. Ja, dann sehe ich, der ist bei 100%. Das heißt, die vor vier Prozessoren werden voll genutzt. Und trotzdem braucht er wohl 2 Minuten. Jetzt schaue ich mal, welche Programme da diese Leistung brauchen. Und ich sehe tatsächlich, dass der X-Media-Convert, der zu 100% die Systemleistung aufnimmt. Also, sehr gutes Programm. Konvertieren braucht halt Zeit. Und
Und halt Leistung, Computer, Leistung wird in Anspruch genommen. Und ja, kann man ein bisschen Pause machen. Es empfiehlt sich also, wenn man mehrere Konvertierungen braucht, die alle auf einmal zu machen, zum Beispiel über Nacht, das abends zu planen und über Nacht dann die Konvertierung laufen zu lassen. Viel Spaß beim Ausprobieren.